Würde ich das jetzt einfach so laufen lassen, wie geht? Ja. Taschenlampe ist leer. Mhm, Klassiker. Wir lassen es einfach so laufen. So, ihr könnt gerne auch ein bisschen was über das Portal nebenbei reden. Okay. Was geht's? Machen wir jetzt noch das Restliche, was wir haben. Aber krass, wie die Spirit Box mit den Temperaturen komplett. Ja. Lass mal so laufen, wenn was kommt, dann filme ich das einfach ab. Genau, lass mal das Ding hier oben. Genau, und mach du einfach drauf zu. So, der Bewegungsmelder, der jetzt da unten liegt, müsste ja genau dann gleich auslösen. Aber mach du erstmal einfach einen Anfang, lauf du einfach mal vor und scan alles ab. Ich wundere mich jetzt erstmal das Zimmer von der Kleinen. Weil hier war ja. Das glaubst du nicht. Kurz habe ich mich jetzt echt erschrocken, gell? Ihr könnt mit uns über die Geräte kommunizieren und über die Geräte. Ja. Ja. Hier ist tatsächlich aktuell gar nichts. Mach mal ganz in Ruhe. Mal weiter in die Richtung. Aha. Scheint alles zu sein. In der Stube hatten wir nichts gehabt, gell? Die Stube war doch jetzt hier das. Genau, das war der erste Raum, wo wir drin waren. Na doch, da über dem Bett. Am Bett hatten wir es klar. Sorry. Alles gut. Hier ist noch ein Spiegel. Aber krass, dass jetzt im Schlafzimmer sich jetzt gar nichts zeigt, ne? Und die Tür auch so gar nicht. Nee. Das bist du auf jeden Fall, das erkennt er auch. Gucken wegen der Schwelle. Genau, man kann es ja nochmal von außen auf die Tür drauf. Das wundert mich ja jetzt übelst, ne? Oh! Ist hier jemand? 10, 15. Wo schießt genau da aus dem Mikro? 14. Stehe ich hier gerade an dem Punkt, wo sich vorhin hier jemand gezeigt hat über die Kinect? 4. Nehme ich dir gerade den Platz weg? Oh, tut mir leid. Soll ich vielleicht mich nicht hier dran stellen? Oder darf ich hier bleiben? Oder Frage. Darf ich hier bleiben? Vier. Sechs. Okay, also störe ich hier nicht an dem Punkt. Da ist er. Im Spiegel sehe ich ihn. Direkt rechts an der Schrankwand dran. Boah, ist das weird. Das Ausschlag auch die ganze Zeit schwankt immer bis 4, 10, 7. Der ist direkt. Ja. Der ist direkt neben dir. Stehst du hier rechts neben mir? 10. Okay, krass. Dankeschön, dass du dich uns, dass du dich bemerkbar machst. Vielen, vielen Dank. Darf ich dir ein paar Fragen stellen? Macht sich gerade richtig lang. Oder sie. Okay, danke.
Bist du eine Person, der die Familie kennt? Okay, danke, ich bin wahrscheinlich zu schnell. Ich warte mal ein bisschen länger mit den Antworten. Dankeschön. Ja, ich lasse dir Zeit beim Antworten, das ist kein Problem. Beschützt du die Familie? Was war denn das jetzt hier? Keine Bewachst du die Familie? Hast du auf irgendeine Art irgendetwas mit dieser Familie zu tun? Portal gerade mit uns. Das kann sein. War gerade ein Meme gewesen. Aber du kennst die Familie. Okay. Bist du vielleicht. Ja, okay, danke schön. Also, er oder sie kennt die Familie, hat aber in keiner Form irgendwas mit dieser Familie zu tun. Das war jetzt erstmal so. Akku schwach? Jetzt Ja. ist die Kinect fertig, ne? Gleich. Die ist Okay. gleich fertig, ja. Ja, dann ist das so. Okay, bist du vielleicht hier einfach an die Wohnung oder an das Haus gebunden? Ja, okay. Ah, schön. An das Haus gebunden auf jeden Fall oder an die Wohnung. Also, ich denke mal, mit dem Gebäude hat es ja auf jeden Fall was zu tun. Frag mal, ob die Familie akzeptiert wird. Wird denn die Familie akzeptiert von dir? Sechs. Okay, das ist schon mal nett zu hören. Dankeschön. Danke. Eindeutig, oder? Ja. Also könnte man meinen, du bewachst einfach so das Gebäude. Okay, Krass. Dankeschön. Es wäre natürlich mal interessant zu wissen, danke, von wann du hier bist. Ist das noch in diesem Jahrhundert? Bist du noch von diesem Jahrhundert? Die Nachtsichtkamera irgendwie anders positionieren. Irgendeine, genau. Dankeschön, also von diesem Jahrhundert, ne? Das ist jetzt die Antwort. Dankeschön. Hattest du vor der Familie hier gewohnt? Oder warst du ein Vormieter? Weil noch in diesem Jahrhundert Ganz knapp gewesen muss er sein. jetzt ganz knapp. Ja, danke schön. Dann wäre es vielleicht mal interessant zu fragen. Danke. Ja, genau. Okay, wow, das ist stark. Dankeschön. Zu fragen, wann. Und alle hier eingezogen sind. Da muss das noch jemand gewesen sein, der vor denen hier gewohnt hat. Bist du hier gestorben? Krass. Das ist krass. Das ist eigentlich eine Info, die wir die sonst gesagt hätten, wenn die es wüssten. Ja. Also kann ich mir das vorstellen, ab dem Jahr 2000 aufwärts, in dem Zeitraum hast du hier gewohnt? Und bist hier gestorben. Acht. Elf. Okay. Krass.
Das ist natürlich eine Info, mit der können wir jetzt echt arbeiten. Ne? Ach, Vielen, ja. vielen Dank. Das ist absolut Wahnsinn, dass du uns so viel Input gibst über dich. Natürlich schade, dass du mittlerweile auf der anderen Seite bist, aber ich hoffe, dir geht's da gut. Wahrscheinlich freut dich das auch, dass jetzt mal jemand da ist, der wirklich mit dir reden kann über gewisse Geräte. Ne? Das ist echt schön zu hören. Uns wir überlegen können, dass sie noch mehr sind. Bist du der oder die Einzige? Ja. Okay. Aber Wir hatten vorhin hier mehrere Entitäten gehabt, also von uns auf der Kinect zu sehen. Die kommen und gehen wohl immer mal. 7. könnte durchaus möglich sein. Weil wir haben ja nicht nur die Wohnung, wir haben ja noch, das Gebäude ist ja riesig alt. Kann schon. Ja. Genau. Dankeschön. Dankeschön. Dann gehört er sie zur Wohnung und der Rest gehört zum gesamten Gebäude, zum Grundstück und bewegt sich halt immer ein bisschen hin und her. Da haben wir auf jeden Fall eine ordentliche Rechercheaufgabe mehr über dieses Gebäude herauszufinden, Absolut. was hier vorher mal war, ne? Wie lange das schon steht und so weiter. Cool, Wahnsinn, vielen, vielen Dank. Also da können wir damit auf jeden Fall auch die Familie beruhigen, die Ja. hier wohnt. Und können auch nachvollziehen, warum hier immer mal komische Sachen passieren. Aber ich muss auch ganz klar sagen, das war für die Familie auch nie bedrohlich gewesen. Das ist halt auch wirklich ein positives Gefühl, was sie vermitteln können. Auch wir haben wir absolut kein negatives Gefühl. Das ist schön zu wissen, dass es wirklich auf der anderen Seite auch positive Entitäten gibt, die nichts Böses wollen. Ne? Vielen, vielen Dank dafür, dass du uns so eine absolut deutliche Auskunft gibst. Das ist sehr wichtig für uns auf unseren zukünftigen Weg, den wir noch vor uns haben. Dankeschön. Boah, das war jetzt Das ist echt, mehr als deutlich. ja, das ist richtig toll. Vielleicht magst du mir noch dein Alter herausfinden. Ich wollte einfach mal fragen, bist du älter als 30? Dankeschön. Okay, bist du älter als 40? Okay, Dankeschön. Bist du älter als 50 Jahre? Okay, vielen Dank. Bist du älter als 60 Jahre? Okay, Dankeschön. Dankeschön. Das ist schon mal schön zu hören, weil da wissen wir jetzt schon an der Stelle, danke, dass du schon ein längeres Leben hattest. Ne? Ja. Das ist schon mal gut zu hören, dass es nicht so unter 30 ist. Das ist immer das, was sehr traurig ist. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Okay, mache ich einfach mal weiter. Danke. Bist du älter als 70 Jahre? Schwankt, zwar jetzt nur bis zur 3. Vielleicht direkt 70. Willst du mir vielleicht sagen, dass du zwischen 60 und 70 Jahre alt bist? Okay, vielen Ja. Dank. Das ist schon mal eine schöne Zahl, die wir eingrenzen können. Also zwischen 60 und 70 Jahre alt bist du geworden und hast hier gelebt, ne? In der Wohnung. Krass. Vielen, vielen Dank. Okay, dann vielleicht ein bisschen eine persönlichere Frage. Dankeschön. Und zwar, ich lasse dich noch mal kurz, genau, dass es hier nicht so ganz so schwankt, dass ich eine klare Antwort lesen kann. Bist du männlich?
Wand. Es schwankt. Bist du weiblich? Dankeschön. Dankeschön. Eindeutig. Also eine Frau, die zwischen 60 und 70 Jahre alt geworden ist. Wahnsinn. Dankeschön, Dankeschön. Ja, wenn wir noch ein bisschen weiter in die Materie reingehen sollen, drüben in der Küche. Dankeschön. Okay, ich sehe schon, du hast Lust. Das freut mich zu hören. Drüben in der Küche ist ein simpler Audiorekorder oder das Portal. Da hast du die Möglichkeit, mit deiner Stimme reinzusprechen oder dich über das Portal zu äußern. Das höre ich allerdings wirklich leider nur in der Auswertung. Das kann ich jetzt nicht raushören. In seltensten Fall passiert das. Aber vielleicht hast du trotzdem die Kraft und die Lust. Dankeschön. Okay, ich freue mich. Du kannst vielleicht schon denken, worauf ich hinaus möchte, ne? Mir vielleicht darüber deinen Namen zu nennen. Das wäre richtig cool für die Recherche. Da würde ich mich echt wahnsinnig drüber freuen, wenn ich vielleicht deinen Namen in der Auswertung entweder über das Portal höre oder auf dem Audiorekorder. Ich sag das jetzt nur mal, um das nicht zu vergessen, aber als du die Frage gestellt hast, habe ich aus dem Portal Silvia wahrgenommen. Ja. Kann auch falsch vernommen worden sein von mir, aber das war Silvia. Habe ich zumindest rausgehört. Okay. Ja, wir können es ja mal probieren. Ist dein Vorname Silvia? Es schwankt zwischen 7 und 10. Um uns das vielleicht wirklich klar zu machen, gerne nochmal ein bisschen ausschlagen, ob dein Name Silvia war. Wenn dein Name nicht Silvia ist, dann lass das K2-Meter nicht ausschlagen. Also ist der Name Silvia. Elf. Es schwankt immer mal bis zu 15 und so. Krass. Okay, wir lassen das einfach mal so stehen. Vielen, vielen Dank für deine Kraft. Und ja, deine Lust, dich mit uns hier zu unterhalten. Das ist absolut cool. Dankeschön. Krass, krass, krass. Vor allem wie viel Energie auch, ey. Wie viel Energie, ne? Aber siehst du, dass das auf jeden Fall auch funktioniert? Ich glaube, gut, wir werden wohl die Ersten sein, die hier solche Fragen stellen. Ja. Und wirklich Energie reizen von dir, auf gut Deutsch. Cool. Dankeschön dafür. Hast du Lust, dass ich mit Fragen weitermache? Wäre das okay? Okay, dankeschön. Müssen wir Angst haben vor dem Tod? Drei, zwei, eins, null. Könnte man jetzt für ein Nein deuten. Bei der Intensivität die ganze Zeit. Also brauchen wir keine Angst zu haben vor dem Tod. Dankeschön. Okay. Das ist gut zu hören. Es passiert so viel Negatives auf der Welt. Ist vielleicht schön, dass man den Menschen da draußen irgendwie auch zeigen und sagen kann, dass man zumindest vor dem Tod keine Angst haben muss. Ich würde echt interessieren, ob es mehrere. Danke, dankeschön. Ja. Vielleicht. Okay. Ich will fragen, ob es mehrere Welten gibt auf der anderen Seite. Ich stelle die Frage nochmal, weil es gerade mit einem Ausschlag war. Gibt es mehrere Welten auf der anderen Seite? Yeah.
Krass. Da hast du deine Antwort. Also hat man quasi die Wahl, wie man die Zeit nach dem Tod verbringen will. Also ich glaube, die Unterhaltung war mit Abstand die längste Unterhaltung bzw. Kommunikation, die wir überhaupt hatten mit dem K2-Meter. Das war ja absolut nicht in Worte zu fassen, was die Entität uns da tatsächlich für Antworten gegeben hat. Nicht nur über sich selbst mit Name und Alter, was wir rausgefunden haben, sondern dann auch später auch so eigene Fragen, die uns so ein bisschen interessiert haben, beziehungsweise Markus hatte einige Fragen gehabt. Man muss natürlich auch hier wieder, ich sag's voll oft, aber man muss wirklich immer mit einer gewissen Skepsis rangehen, weil auch an diesem Punkt, auch wenn diese Entität wirklich super freundlich zu schienen sein, man weiß nie, wer am anderen Ende tatsächlich ist. Es kann natürlich auch sein, dass wir hier komplett auf den Arm genommen wurden und die Informationen, die wir rausbekommen haben, durch Ja-Nein-Antworten eigentlich nur so eher nicht ernst zu nehmen sind. Ne? Mich würde eine Frage richtig interessieren. Wie macht Horus? Hat man nach dem Tod die Wahl, ein neues Leben zu beginnen? Alter Schwede. Alter Schwede. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, ne? Hat sie die Seite gewählt, quasi hier zu bleiben, oder wie kann ich das interpretieren? Also hast du die Seite gewählt, hier zu bleiben? Okay, ja. Jetzt würde mich auch interessieren. Dankeschön. Warum? Ja. Ob sie noch irgendwas zu erledigen hat. Hast du hier noch eine Aufgabe? Es ist schwer. Dankeschön. Es könnte schwer werden für uns, aber ich will dir trotzdem die Frage stellen. Dankeschön. Könnten wir dir dabei helfen? Hi. Sind wir mal geschwankt bis zu 14? Vielleicht nicht wieder jemand anderes. Oder das kann sie noch selber machen. Das kannst du nur selber machen, ja? Okay. Okay, gut. Dann lassen wir dich das natürlich machen. Wahnsinn. Krass, ey. Ey, das wären jetzt Antworten gewesen, ey, das ist. Das öffnet ganz andere Welten. Ja, wir sind ja als auch wirklich unglaublich dankbar. Das können wir gar nicht in Worte fassen, ja. Was wir hier gerade erleben. Ja, meine Handgelenke sind auf jeden Fall morgen durch. Aber das macht man ja gerne dafür, dass man dann so ein Feedback hier bekommt. Wahnsinn, ja. Nochmal vielen Dank, dass du so viele Antworten hier gibst. Gibt es auch was Böses auf der anderen Seite? Konstant 3. Also gibt es nichts Böses auf der anderen Seite? Okay. Ich weiß noch nie, was Böses begegnet hätten, deswegen die Annahme. Kann es vielleicht daran liegen, dass du noch nie was Bösem begegnet bist? Okay. Oder? Nee. Ich, ja. 4. Dir ist also noch nie was Böses auf der anderen Seite passiert. Oder begegnet. Ja, beides im Kontext. Das war 2.
Nee. 16. Gibt es sowas wie eine Hölle? Nicht gibt es eine Welt, wo es nur das Böse gibt? Auf deiner Seite? Schwimmt immer nur ganz klein, zwei, drei. Ja, entweder sie weiß es nicht. Oder sie ist sich sicher, aber schwierig. Ja. Bist du dir nicht sicher? Null. Oh, okay. Dankeschön, also sie ist sich nicht sicher. Das wäre zum Erdes. Das wäre logisch. Das würde jetzt auch darauf passen, auf diese schwankende Rückmeldung. Vielen, vielen Dank, okay. Dankeschön. Das ist nicht schlimm. Das ist okay, dass du das nicht weißt. Du musst da auch noch nicht alles wissen. Das ist völlig okay. Krass, okay. Ja. Dankeschön. Danke, danke. Wir hatten ein bisschen überfordert mit neuen Fragen. Machen wir das Richtige mit den Erforschen hier. Okay, dankeschön. Ja, und wie es halt dann zu sehen ist, hatten wir auch noch dort im Flur Kontakt gehabt. Und das war einer der heftigsten und krassesten und vor allem informativsten Kontakte, die wir überhaupt hatten. Weil wir hatten Namen rausbekommen, wir haben Alter rausbekommen, wir konnten Fragen stellen nach dem Tod passiert, was es eventuell für Welten nach dem Tod gibt und ob man eine gewisse Wahl hat, ob man was bestimmen kann. Wir haben auf alles eine Antwort bekommen. Das war so ein bisschen, das war so mein Traum, warum ich überhaupt mit der ganzen Sache angefangen habe. Einfach mal Antworten zu kriegen, was passiert danach. Und die haben wir zu dem Zeitpunkt bekommen. Ich meine, jeder kann sich eine eigene Meinung darüber bilden, aber für mich war das absolut real, was ich da gesehen und gehört habe. Und das war so ein kleiner Traum, der für mich in Erfüllung gegangen ist, diesen Moment zu erleben. Sollten wir uns schützen vor dem, was wir hier machen? Drei, zwei. Okay, dankeschön. Ja gut, wenn es das Böse gibt. Danke. Dann muss man sich auch davor schützen irgendwie. Ja. Falls man dem begegnet. Mhm. Das ist eigentlich klar. Ja. Deine Vorsicht zum Schneiden dann. Ja. Ach krass, ich glaube so eine lange Unterhaltung, ne? Also. Soweit ich mich erinnern kann. Maxim halt unser erstes Gebäude. Ja. Oh, das ist das zweite Mal, was du in der Konstante. Oh. Was ist los? Ich bin hinten auf den Knopf gekommen. Wie geht denn das? Eigentlich nur ein Joystick drehen. Echt? Ich habe hier hinten eine Taste gedrückt, auf jeden Fall hast du es so nach vorne geschnitten. Ja, du hast mehrere Modis. Modis, okay. Kannst du ja mit dem Emma-Sting komplett starr. Ja. Der ist bewegt und bei dem zweiten ist es so, dass es quasi mitschwingt. Okay. Kamera. Boah, ist bei Treppen ganz praktisch, wenn ich immer noch irgendwie. Ja. Wenn man es auch gerade hat. Okay, hast du noch was? Ich muss das erstmal verarbeiten. Ich auch, Tito. Okay, dann würden wir uns einfach ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du so viele Antworten gegeben hast. Absolut, ja. Wir würden dir auch jetzt erstmal deine Ruhe wieder lassen. Dankeschön. Ah, krass, dass du so konstant bei uns bleibst. Ja. Das ist wirklich richtig. Bist du hier in dem Flur?
die meiste Zeit. Okay, Dankeschön. Hast du auch mal hier was gemacht mit der Tür zufällig an dem Schlafzimmer? Uns fehlt immer noch die Entität, die das gemacht hat. Ja, vielleicht war es auch nichts. Vielleicht war es auch nichts. Ne? Dankeschön. Also hältst du dich wirklich nur hier so in dem Flur auf? Das ist hier so dein Platz, wo du gerne bist. Oder bist du auch in der ganzen Wohnung unterwegs? Na gut, ich will dich entlasten. Du hast uns wirklich schon viel geholfen und viele Antworten gegeben. Ja. Dann lassen wir dich jetzt erstmal an der Stelle und machen hier nochmal einen kurzen Break. Du kannst gerne, solange wir hier in der Wohnung sind, uns noch verfolgen und uns auch gerne noch ja, über die Geräte Kontakt versuchen mit uns aufzunehmen. Sollte noch was sein. Wir wissen ja jetzt deinen Namen. Da können wir dich ja direkt mit Silvia ansprechen, wenn das in Ordnung ist. Du darfst uns auch gerne auf weiteren Wegen begleiten, wenn du das möchtest. Es sei denn, du bist hier ortsgebunden. Genau, also wir besuchen wirklich viele Locations, aber dann natürlich nur an den Locations, wenn wir Untersuchungen machen, also weiter dann nicht verfolgen. Aber so, weiß gar nicht, wir haben uns kurz vorgestellt. Mein Name ist Melissa. Ich bin Markus. Dass du auch den Namen von uns weißt und dann würden wir dir jetzt auch erstmal wieder deine Ruhe lassen. Ne? Sollte noch was sein oder so, dann kannst du dich gerne bemerkbar machen. Wir sind noch ein paar Momentchen hier. Ne? Und noch trotzdem vielen, vielen Dank für den schönen Dialog, den du uns gegeben hast. Danke. Ich Ja. sehe auch, deine Kraft wird langsam ein bisschen schwächer. Ne? Das schwankt immer nur so zwischen 2 und 6 hier. Ja, das ist okay. Dann lassen wir dir deine Ruhe. Vielen, vielen Dank. Was wird nämlich hier gerade. Oh. Alles steif. Boah, ich glaube, du wirst Zustände kriegen, wenn du das hier auswertest, weil ich habe dich und dein Spiegelbild drauf. Ciao. Ciao. Also wie bei Bloody Mary. Ja, irgendwann sind auch bei uns die Kräfte weg. Wir haben dann soweit die Kommunikation im Flur unterbrochen und haben natürlich trotzdem noch das Ganze ein bisschen offen gehalten, haben gesagt, wir machen eben hier kurz mal eine Pause, gehen wieder zurück in die Küche, da wir unsere Basis eben zuvor komplett aufgebaut hatten, haben die Geräte weiter laufen lassen und das Krasse ist halt, das hat einfach nicht aufgehört. Also normalerweise kennen wir das ja von den ganzen anderen Untersuchungen, wenn wir dann eine Pause machen, dann ist auch erstmal Ruhe. Dann machen wir eine Pause, suchen uns einen neuen Ort, machen dort weiter und brauchen da aber wieder locker eine Stunde oder 2 Stunden, ehe sich überhaupt erstmal was aufbaut. Und in dem Fall hat es einfach nicht aufgehört. Es hat nonstop, hatten wir Ausschlag gehabt, wir hatten Rückmeldungen über das Portal gehabt. Das war schon wirklich wahnsinnig erstaunlich zu sehen. Und wenn ich das Ganze so mit der Kemenate vergleiche, dieser Untersuchung und den Lost Places, bin ich immer noch der Meinung, dass die Entitäten wesentlich aktiver sind, wenn der Ort nicht verlassen ist. Also, lass uns mal kurz zusammengefasst. Ist der Onkel hier noch an? Ja. Und das 80 läuft ja auch da vorne, ne? Genau, läuft beides. Ich wollte nur kurz hier den mit drauf haben. Ist jetzt wieder jemand Neues bei uns, oder? Wir dürfen wohl keine Pause machen. 136. Bist du das, Silvia? Null. Ist das jetzt jemand anderes? Okay. Wir müssen uns definitiv die Geschichte von dem Gebäude reinziehen. Das ist Wahnsinn. Ja, das ist eine große Recherchearbeit. Recherchearbeit. Oh, mir tun die Schultern Hier weh. ist gerade jemand, der das Karzometer, was hier liegt, auf 136 hat ausschlagen lassen. Könntest du bitte als Bestätigung, dass du hier bist, das nochmal machen? Nicht den Gimbal bewegen, das K2-Meter ausschlagen lassen. Das ist das, was hier auf dem Tisch liegt, wo meine Hand quasi gerade in der Nähe ist.
Die Spannungsspitze vom Portal kann es nicht sein, ne? Nee, das war schon längst mal passiert. Hm. Ich bin gerade total geflasht, ne? Hm? Das war gerade so klare Antworten nach und du siehst, das Gerät ist jetzt wieder tot. Null, null, null. Bis eben ganz kurz nochmal Ausschlag. Ja. Aber das ist. Das ist wirklich. Ist hier noch jemand bei uns? No. Du kannst nicht Nein sagen und auf eine Frage antworten, wenn ich frage, ob jemand bei uns ist. Das geht nicht. Ich habe vorhin ganz, ganz oft Kinderstimmen wahrgenommen aus dem Gerät. Mhm. Aber sind die Kinder von vorhin noch da? Ganz leichter Ausschlag auf dem Messgerät. Das ist krass, gell? Und danach direkt weiter nach dem nächsten Gespräch, das ist so weird. Ja, das zieht auch richtig Energie ohne Ende. Deswegen sitze ich gerade einfach nur da. Wenn natürlich jetzt rauskommt, wenn die den Vermieter hier irgendwie fragen können, dass hier vorher eine Frau gelebt hat, die Silvia heißt und zwischen 60 und 70 Jahre alt ist. Das wäre geisteskrank. Dankeschön. Ja, gut, wir werden Nachforschungen anstellen, wir werden das nachfragen, also, aber das ist ja mehr als deutlich. Das ist absolut geisteskrank. Das ist der Hammer. Das ist der absolute Hammer. Ich war mir sicher, dass halt irgendwie irgendwas passiert, aber halt in minimalsten, im minimalsten. Null, Markus, ich hab noch, wo ich gestartet bin, hab ich noch zu Hause gesagt, bin in einer Stunde wieder da. Weißt du so, dauert eh nicht lang. Ich war tatsächlich den Tag vorher schon mal da gewesen, um nochmal die letzten Details zu klären, die Schlüssel zu bekommen, weil die haben den Tag die Wohnung verlassen haben, dass wir in Ruhe die Untersuchung machen konnten. Und da gab es einen super krassen Zufall, und zwar so wie wir drüber gesprochen hatten, in Kontaktaufnahme, ist mein Handy auf einmal angesprungen, mein Spotify, und hat ein Lied abgespielt. Und zwar von John Farnham, That's Freedom. Und bei mir war es halt dann der Fall, dass das Lied auf einmal losging. Und zwar nicht einfach von Anfang an oder irgendwie am Ende, sondern wirklich mittendrin bei einem bestimmten Punkt. Ich habe mir mal ganz kurz die Textzeile rausgesucht. Und zwar heißt es in dieser Zeile, die abgespielt wurde: It's a reason to live, and after the rain, rekindle the spark, let freedom ring. Auf Deutsch: Es ist ein Grund zu leben, und nach dem Regen den Funken neu entfachen, lass die Freiheit erklingen. Allein diese Szenerie, ich kriege gerade schon wieder Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, allein diese Szene mit diesem, es ist ein Grund zu leben, und wir sprechen drüber, wie wir die Untersuchung am nächsten Tag machen. Und dieses Handy springt gerade bei diesem Lied, bei dieser Textstelle an. Das war schon wieder eins dieser tausend Zeichen, dass wir genau auf dem richtigen Weg sind. Nee, also ich war bis gestern skeptisch gewesen, aber dadurch, dass das Handy bei mir rumgesponnen hat, und das, wie gesagt, nicht nur das Handy anging, dass ich dann A nicht noch mal nachmachen konnte und B diese Stelle in dem Refrain. Mhm. Weiß nicht. Das passt jetzt mir zufällig zu stark zu uns. Und zack, ich rede da drüber und das Ding fängt an zu aus. Hat gestern jemand von euch mir das Zeichen gegeben darüber? Hat jemand von euch mein Handy? Und auch Ausschlag. Ich. Also hast du mein Handy gestern berührt, dass es anging, um zu zeigen, dass hier jemand ist? Danke.
Danke. Ey, das ist ein absoluter Hotspot hier, das ist krass. Dankeschön. Sie sind wirklich Danke für schon die Rückmeldung. mehrere immer mal unterwegs, ne? Wir müssen uns die Gebäudegeschichte reinziehen. Einmal fest, die Silvia, die hier vorher gewohnt hat. Ja. Und dann fühlt es sich aber auch so an, als wäre das hier trotzdem ein Hotspot, wo immer mal mehrere kommen. Ja. Wo immer mehrere sind. Du fühlst dich hier in dieser kleinen Wohnung wie in der Heilstätte, wo wir vorher waren. Ja. Oder in einem Lost Place oder so, wo so unnormal viel ist, ne? Wo Ja. immer mal was kommt. Aber wir sind hier in einer kleinen Wohnung. Ich habe das Gefühl, Das dass das hier ist. alles so gebündelt ist, dass alle, die mal hier die hier mal mit dem Gebäude zu tun hatten, dass das irgendwie, weiß nicht, das war gerade so ein richtiges Kesselgefühl. Jetzt aber erstmal. Boah, ey, das sorgt so hart Energie. Ja. Ich fühle mich total ausgelaugt gerade. Das ist krass. Richtig schön matschig. Ja, wirklich, so richtig wie Brei in der Birne fühlst du dich danach. Das hört hier nicht auf, ey. Kann vielleicht mal jemand den Bewegungsmelder auslösen lassen? Der da hinten in dem Kinderzimmer ist, steht er noch, ne? Beide stehen noch. Ja. Kann das vielleicht jemand mal berühren? Wenn hier so viele Entitäten sind mit so viel Kraft, versucht den mal. Versucht euch mal da dran vorbeizulaufen oder so. Oder die Tür zu bewegen. Wow. Ich meinte nicht den Gimbel. Habe ich mich jetzt erschrocken? Versucht mal, die Bewegungsmelder auslösen zu lassen. In dem Kinderzimmer hier drüben ist auch noch einer. Versucht mal, da dran vorbeizulaufen. Das wäre richtig cool. Krass, wie der Akku vom Gimbal so schnell tot geht. Der Naja, ist hinüber. mein Gimbel war aber nur tot gewesen da drüben jetzt. Oh, mir ist kalt, ey. Ja, oder? Ist dir auch kalt? Es ist frischer als vorhin auf jeden Ja. Fall. Ich habe eiskalte Füße. Gut, ich bin halt auch von Natur aus eine Frostbeule, gell? Also ich will da auch nicht so viel. Ja, ich habe das Gefühl, dass es vorhin wärmer war. Ist jetzt nicht extrem krass kälter, aber man merkt schon. Aber ja, ist okay, der Der Akku ist Gimbel ist tot. fertig, ne? Ja, der ist Der fertig. hätte aber normalerweise auch. Ich weiß gar nicht, wie lange sind wir denn schon hier? So, hier MacGyver. Das kam aus dem Flur, glaube ich. Ja. Mess mal bitte die Temperatur. Das macht mich hier, das fühle ich mich gerade 19 Grad. wie auf der Treppe. Kannst du mir das mal geben? Nur mal wissen, ob sich die Temperatur hier bei mir. Ja, fühlt sich tatsächlich nur so an. Aber ich merke das sehr gut. Mach Taschenlampe nochmal auf den Tisch, bitte. Das ist krass, wie schlecht das im Dunkeln ist. Ich würde einfach noch mal eine Tour mit der Vollspektrung machen. Ja, mach ruhig mal ein paar Bilder schon. Ja. Vor allem da, wo wir jetzt entstanden. Hallo? Da hat gerade einer Hey gesagt. Wir können euch hören. Ihr könnt mit uns reden.
Wollte jemand mit uns reden? Jo. Oh ja, sauber. Soll ich mal machen, Gepär? Gib mir mal die Kamera. Ich wollte dich eben fotografieren. Naja, bleib mal so, wie du bist. Was mir dann aufgefallen ist, gerade wo es dann jetzt so zum Ende ging, die Rückmeldung dafür, dass wir gehen sollen, die waren dann schon ein bisschen intensiver gewesen. Also klar, vor Ort, ich habe es schon mehrfach immer gesagt gehabt, man hört es nicht so raus, deswegen wird man dann auch irgendwann ein bisschen penetrant und fragt dann halt einfach sicherheitshalber auch nochmal ein zehntes Mal nach, ob wir wirklich gehen sollen. Einfach damit wir für uns diese Bestätigung haben. Und das war ja wirklich nach der Auswertung, dann dachte ich so, puh, okay, das war dann schon relativ häufig gewesen. Und normalerweise wäre das jetzt keine Wohnung, wo danach eine Familie wieder nach Hause kommt, die dort schläft und lebt, hätte ich das Ganze natürlich bis zum geht nicht mehr ausgereizt. Da hätte ich natürlich dann auch gefragt, warum sollen wir gehen, kommt dann was Böses, passiert dann was Böses und so weiter. Aber da habe ich mich selbstverständlich dann dort vor Ort komplett zurückgehalten und gesagt, okay, wir sollen gehen, dann gehen wir, haben uns freundlich bedankt, um eben da nicht unnötig irgendwas noch in die Wege zu leiten, wovon dann die Familie später sehr viele Probleme kriegen wird. Das wäre natürlich der absolute Oberbürner, wenn wir noch ein Bild dazu kriegen. Das wäre heftig. Hier ist auch noch ein Kabel drin. So ein bisschen spielt das hier gerade wieder verrückt. Scheinbar sind auch noch Entitäten da. Ja, okay. Oh, es ist so viel, es ist so krass, es ist so. Wollt ihr noch mit uns sprechen? Wollt ihr uns das damit sagen? Sollen wir gehen? Oh. Na, also wenn wir gehen sollen, muss es nochmal richtig ausschlagen lassen, nicht nur so ein bisschen. War nur 160 Grad. Also stören wir euch jetzt hier mittlerweile? Nein. Das klang jetzt für mich eher wie ein Nein aus dem Portal. Stören wir vielleicht die Nachbarn? Ich verstehe es gerade nicht. Stören wir euch? 95, okay. Das war ganz rapide. Hochgeschossen. Sollen wir gehen? Wir haben uns dann nochmal in die Küche gesetzt und haben Portal laufen lassen, Aufnahmegerät, K2-Meter, Kameras, alles angelassen. Einfach nur, falls noch irgendwas passiert, dass wir es auffangen, weil wir waren echt am Ende unserer Kräfte. Man muss überlegen, das war ein Zeitrahmen von etwa zwei, glaube maximal drei Stunden, wo wir in dieser Wohnung waren. Wir saßen manchmal fünf, sechs Stunden an irgendeinem Lost Place rum bei Wind und Wetter und waren nicht mal ansatzweise so fertig wie an diesem Abend. Und wir hatten dann nochmal gefragt zum Schluss, ob wir wiederkommen dürfen. Und dann gab es direkt einen riesen Ausschlag. Und das ist dann auch ein Zeichen für uns, dass die uns wohlgesonnen sind, dass wir halt das, was wir machen, richtig machen. Und niemanden damit irgendwie auf den Sack gehen oder auf die Nerven. Das ist halt auch immer wieder ein super Zeichen. Dürfen wir wiederkommen? Oh. Was denn jetzt zu dürfen wir wiederkommen?
Aber ob wir gehen sollen, wir wollen's. Seid ihr für heute fertig mit uns? 16. Wir brauchen nochmal eine deutliche Rückmeldung, ob wir jetzt gehen sollen. Hier stehen's. Dann würde ich auch ganz klar an der Stelle sagen, dann gehen wir auch Ja. Und reizen das nicht aus, weil wir sind hier, wie gesagt, in einer privaten Wohnung. Richtig. Wir sind hier nicht an einer Location, wo wir das einfach so mal ausreizen können. Dann respektieren wir das Ja. An der Stelle. Dann sagen wir vielen, vielen herzlichen Dank Ja. Für die krasse Rückmeldung. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr wirklich nichts Böses wollt, wenn ihr nur im Guten hier seid. Wir werden mal versuchen, ein bisschen recherchetechnisch mehr über das Gebäude hier herauszufinden, was hier mal vorher so war. Ja. Ja, wenn es okay ist, vielleicht kommen wir wieder, vielleicht war es das letzte Mal. Auf jeden Fall haben wir für den morgigen Abend unser Ziel erreicht, was wir wollten. Und reizen das daher auch jetzt nicht aus. Abends haben wir dann auch zum Glück unser Ziel erreicht, herauszufinden, ob eben was Negatives in der Wohnung ist oder nicht. Mit der ganzen Erkenntnis konnten wir dann auch die Familie sehr beruhigen. Wir bleiben auch nach wie vor mit der Familie in Kontakt. Das heißt, sollte irgendwas sein oder irgendwas sollte schlimmer werden, sind wir natürlich dann immer zur Stelle und helfen gerne aus. Für uns ist dann an dem Abend erstmal die Untersuchung und das Projekt allgemein dort beendet gewesen. Die Antworten haben wir bekommen, worum es hauptsächlich ging. Wir haben natürlich eine riesige Recherche noch mit angesetzt. Ich habe das Stadtarchiv angeschrieben. Die konnten mir aber wirklich nur oberflächliche Informationen geben, was in den letzten Jahrzehnten so geplant war für das Gebäude selbst. Es sollte mal ein Restaurant daraus umgebaut werden und so weiter. Aber was jetzt wirklich namentliche Bewohner angeht, weil wir haben ja den Namen Silvia herausgefunden gehabt in der Auswertung und das war dann eher so Vermietersache gewesen, allerdings, und ich verstehe das auch zu 100% Datenschutz, dass er keine Namen rausgeben kann, wer da vorher mal gewohnt hat. Dann ist es so, es nützt nichts, sich darüber zu ärgern. Ich denke mal, wir werden schon irgendwann in der Zukunft mal einen Treffer haben, wo wir in der Auswertung eine Erkenntnis bekommen haben und das Ganze dann auch nochmal über eine Recherche widerlegen können.